Ja, hallo zusammen, ich begrüße euch in meiner Bastelecke. Heute geht es bei dem Siebbogenfilter um das Herzstück, um die Siebschublade. Die habe ich aus Reststücken zusammengeklebt, aus PE. Und zwar aus diesem Grund, dass man auch das Sieb hier gut aufschweißen kann. Das wird auch in PP gehen. Ja, hier von der Seite her eine Platte und ein Gegenstück, das in zwei Hälften, hier unten überall so mit dem Lötkolben angeklebt. Hier hinten hatte ich gerade kein anderes Reststück, darum ist es hier ein bisschen abgeschrägt. Finde ich weiterhin nicht schlimm. Vom Bogen her seht ihr das gut. Es ist nicht so steil, aber wir werden im Test sehen, wie das Ganze läuft. Das ist jetzt alles ausgelegt auf meine Raccord-Behälter. Ich werde in den nächsten Blogs ein bisschen mehr über diese Behälter machen, da es modular ist, einfach aufzubauen, für jeden Mann zu besorgen. Ich würde mal sagen, das bringt den Bastlern von euch auf jeden Fall mal was. Hier sieht man nochmal den Behälter, da habe ich jetzt die Platte reingeklebt und hier eine Abstützung für das Bogensieb. Ja. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß beim Basteln, macht's gut, bis dahin und tschüss.